Wir haben vor einiger Zeit diese Tür hier gestrichen. Eigentlich sollte sie weiß werden, ist sie aber nicht geworden. Wahrscheinlich sieht man es nicht ganz so gut durch die Kamera, aber das Holz ist richtig durchgeblutet, wie man sagt. Aufgrund der Gerbsäure hat sich das Holz richtig verfärbt. Das heißt, so richtig weiß ist die Tür nicht geworden, obwohl wir die Tür dreimal angestrichen haben. Denn wir haben einen Fehler gemacht und dieses Video dient dazu, dass ihr nicht den gleichen Fehler macht. Und zwar war der Fehler, dass wir das Holz direkt mit dem Lack gestrichen haben, anstatt vorher eine Grundierung zu benutzen. Das, was wir hier haben, der Contura Fenster- und Türenlack, ist eigentlich eine 2-in-1-Lösung. Das heißt Grundierung plus Endlack. Das mag bei dunkleren Farbtonen vielleicht funktionieren, aber bei hellen Farbtönen, wie weiß einer ist, empfiehlt es sich immer, das Holz vorher zu grundieren. Contura garantiert sogar, dass das Holz nicht mehr durchblutet, wenn man es zweimal mit dieser Grundierung gestrichen hat. Also werde ich das Ganze auch zweimal streichen, anschließend mit dem Endlack streichen und dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Bevor die Grundierung aufgetragen wird, sollte das Holz geschliffen werden. Das geht natürlich auch per Hand, aber ich nutze hier meine Schleifmaschine mit einem 240er Schleifpapier. Nach dem ersten Schleifvorgang empfiehlt es sich, das Holz einmal zu wässern. Das heißt, einmal mit einem nassen Tuch über das Holz zu gehen, weil sich beim Kontakt mit Flüssigkeit die Holzfasern wieder aufstellen. Und wenn man das Holz wässert und anschließend nochmal schleift, dann stellen sich diese Holzfasern beim Streichen nicht nochmal auf. So, die Oberfläche ist jetzt aalglatt, die Fasern stellen sich kein weiteres Mal mehr auf. Zeit zu grundieren. Die Grundierung kann mit Pinsel oder mit Roller aufgetragen werden. Wichtig ist, dass man wirklich sorgfältig arbeitet und keine Stellen auslässt. So, meine Tür hier ist zweimal grundiert. Es sind jetzt 12 Stunden Trocknungszeit vergangen. Zeit fürs Lackieren. Den Contura Fenster- und Türenlack gibt es in sämtlichen Rahlfarben. Der Lack ist für außen und für innen geeignet und soll besonders elastisch und reißfest sein, blättert also auch bei bewegten Bauteilen nicht ab. Wenn die erste Schicht dann getrocknet ist, muss auf jeden Fall noch ein zweites Mal gestrichen werden. Die zweite Schicht ist dann wirklich deckend. Und zum Abschluss der Oberfläche mache ich gerne noch Folgendes. Ich wachse die Oberfläche, was den Lack einfach nochmal schützt und optisch nochmal schöner aussieht. Und das hier ist das Ergebnis. Eine richtig schöne, geschlossene, vor allem fleckenfreie Oberfläche. Also kein Vergleich zu der Tür oben, die wir als erstes gestrichen haben, ohne Grundierung. Obwohl wir die sogar dreimal gestrichen haben und ich diese hier jetzt nur zweimal gestrichen habe. Das Ergebnis ist wirklich 10-mal besser. Diese Grundierung und den Lack sowie viele andere Lacke gibt es auf contura24.de. Also falls ihr da Interesse habt, schaut mal auf der Seite. Und damit bin ich auch raus. Au revoir.